Sascha Mazzotti, ein Teil vom künstlerischen Team vom XX Theater und die Regisseurin vom Stück 7000 Gulden, das letztes Jahr Premiere hatte. Das Stück macht Riechen zur Bühne und nimmt das Publikum mit. Ja, wir nehmen das Publikum mit und begegnen Menschen, die in den letzten 500 Jahren in Riechen gelebt und gewirkt haben. Wir machen Geschichte lebendig. Vater, schön, dich zu sehen. Das war eine anstrengende Reise. Wie froh bin ich wieder da. Wisst ihr, Brille? Wie ist denn gesehen? Ich habe viel gelernt. Frauenheilkunde ist spannend, aber ich habe die Leute, das ist nicht für dich. Du wirst dich als Frauenärztin etablieren. Du werdest zusammen arbeiten. Du in deiner Bahn. Bald wird und seine Tochter die Frauenärztin. Wir machen Geschichte lebendig und suchen die wichtigste Person von Riechen. Aber wer ist denn da die wichtigste Person? Und wer bestimmt denn das? Wir planen eine Wiederaufnahme. Aber uns fehlen 7000 Gulden, respektive 5000 Franken, damit wir faire Löhne zahlen können. Professionelles Theater finanziert sich eben nicht nur durch die Eintrittseinnahmen. Und die gängigen Unterstützungsgelder sind bei einer Wiederaufnahme sehr schwierig aufzutreiben. Damit wir im gesamten Ensemble faire Löhne zahlen können, haben wir uns für Crowdfunding entschieden. Und streckt seine Zunge Richtung Kleinbadel aus. Streckt seine Zunge Richtung Kleinbadel aus. Streckt seine Zunge Richtung Kleinbadel aus. Und streckt seine Zunge Richtung Kleinbadel aus. Für unsere Wiederaufnahme brauchen wir eure Spenden. Grosse wie kleine. Und wie immer beim Crowdfunding haben auch wir Belohnungen. Sei es ein Pferdchen im Oldtimer oder eine Nacht mit dem Ensemble. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch aus der ganzen Region hier zu begrüßen in Riechen im Sportsommer zu einer Vorstellung 7000 Gulden. King.